rüber da. Perfekt, jetzt haben wir sogar einen Tank mit uns. Der uns sogar auch sehr behilflich sein kann. Leute, wie oft kann man durch Lücken fallen? So, komm. Komm. Und ich hoffe mal, hier ist auch jemand da, der mich schützt. Nämlich, ich bin kurz davor, den abzubauen. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Yo! Perfekt. Weil jetzt stehen die wirklich unter Druck, denn nämlich, die haben einen Core weniger. Und ich falle immer noch durch die Löcher. Also super. Ich sag nur, der Tollpatschige hält dazu. Und hallo Freunde, und hier sind wir zu Minecraft Course. Und ich wollte eigentlich ein paar neue Maps hochladen. Das ist jetzt zwar eine etwas ältere, aber trotzdem auch mal Oldschool kann man jetzt auch mal was hochladen. Und ja, also ich habe es, also warum ich jetzt die ganze Zeit nichts hochgeladen habe, war der Grund da, nämlich, das wisst ihr schon, dass ich in den ersten Wochen jetzt nicht wirklich Zeit hatte. Und halt eben dann in der zweiten Woche sofort darauf mir es nicht so gut ging. Und leider konnte ich dann jetzt nicht wirklich was hochladen. Aber jetzt sind ja bald Ferien. Und da kann ich dann halt eben wieder was aktiver hochladen. Und da schaue ich mal, ob ich vielleicht auch in der ersten Woche es schaffe. Denn nämlich da habe ich auch noch was zu tun, musste auch noch was machen. Und müsste ich dann vorproduzieren. Also da muss ich schauen, wie ich das schaffe in den ersten 2 Wochen. Aber es wird auf jeden Fall was kommen. Also das ist kein Problem. Jetzt worüber oder wohin? Eisenrüstung angezogen. Sage ich jetzt mal in die Mitte und sofort zu den Cores, Gegner. Nur, ich habe jetzt auch so lange nicht gespielt, also hat auch mein Skill drunter gelitten. Den kennen wir ja schon. Und hier sind sehr viele eigentlich, die jetzt uns gefährlich werden können. Also den kenne ich zumindest. Nämlich, ich habe jetzt eine Vorrunde einfach mal gezockt. Und dort ist mir auch sowas passiert, also das ist jetzt nicht richtig. Okay, gut, ich gehe jetzt mal hier rüber. So, den habe ich. Perfekt. Und wenn ich jetzt auch weniger sage, das liegt auch daran, dass ich jetzt klein wenig noch versuche, meine Stimme zu schonen. Mir geht es immer noch nicht so wirklich gut. Also, ich bin immer noch etwas K.O. Ach man, den habe ich nicht bekommen. Mist. Okay, gut. Da hat auch ein Goldapfel drin. Aber ich kann jetzt mal schauen, was ich jetzt hier noch so anstelle. Und tu. Auf dem Weg. Nämlich, wir kommen jetzt gerade nicht wirklich weit. Ich bin jetzt auch relativ langsam geworden, habe ich das Gefühl. Ne, hier sind 2 Rote, das kriege ich nicht hin. Jo. Okay, gut. Neue Runde, neues. Nein, nicht neue Runde, sondern halt eben hier neues Glück. Und ja. So, dann muss ich jetzt erstmal noch selber schauen, wie ich jetzt darüber komme oder was ich tun müsste. Jetzt wirklich Glück zu haben. Ach man, der hatte nun ein halbes Herz. Aber ich sterbe jetzt hier auch weg wie sonst was. Weil mich die ganze Zeit klatschen, weil ich jetzt nicht wirklich was hier. Ja, also weil ich jetzt nicht hier nicht wirklich trainiert habe. Wir haben jetzt schon 10. Nee, wir haben sogar schon 11 Uhr. Also jetzt mal hier schon mal der Sucht hier drin. Und der hat so viel Glück. Nein, boah, das war ein. Boah, das wäre cool gewesen. Okay. So, wo ist er jetzt? Ich glaube, der ist jetzt beim Left Core oder wurde der getötet? Nee, Right Core hatte sich schon wieder eingenistet. Und ich falle über die Kante. Ich falle über die Kante. Ich bin auf dem Weg und falle über die Kante. Das muss auch jemandem erstmal passieren. Aber noch etwas Zeit haben wir. So. Gut, der ist tot. Perfekt, der ist weg. Also jetzt läuft's eigentlich, dann nehme ich in den Vorrunden, nur ich springe die ganze Zeit in den Tod, weil ich jetzt irgendwie gar nichts mehr abschätzen kann. Ja, also da muss ich erstmal wieder schauen, wie ich mich hier jetzt wieder einbringen kann, sodass hier wieder alles läuft. So, okay.
Der ist tot. Rüber da. Perfekt, jetzt haben wir sogar einen Tank mit uns. Wenn es sogar auch sehr behilflich sein kann. Leute, wie oft kann man durch Lücken fallen? Wie oft kann man durch Lücken fallen? Das kann nicht wahr sein. Ich muss mich auch zum Teil wieder an meine Stellung gewöhnen. Und ich sitze auch sowieso viel zu weit vom Mikrofon. Also muss ich mich hier wieder total neu gewöhnen. Ich bin jetzt also auch total langsam. Das, was ich jetzt auch mit zwei, also mit einer Hand geschafft habe, muss ich jetzt mit zwei Händen machen. Alter, Leute. Kantensprünge sind es gerade sowas von in, habe ich das Gefühl. Die sind gerade sowas von in. Das sieht man hier jetzt gerade auch bei mir. Man muss es erstmal können. Mann, ey. So, hier rüber. Hier, hier, hier. Hier, hier. Das sind schon ein Core von denen. Mann, der hat sich gerade in meinen Pfeil gestellt. So, los, Mama. Komm mal durch. Was macht der jetzt? Der hat sich hier so. So, der ist tot. Perfekt. Und wir sind hier schon gerade auf dem Weg zum Core. Oder was macht der jetzt? Ich weiß jetzt nicht, ob er töten will oder zum Core. Also ich sag, ich gehe jetzt mal erstmal zum Core. Ich weiß, dass es sehr gefährlich ist, aber kann man ja mal wagen. So, zumachen. 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 So, komm. Komm. Und ich hoffe mal, hier ist auch jemand da, der mich schützt. Nämlich, ich bin kurz davor, den abzubauen. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Yo! Perfekt. Da haben wir jetzt trotz allem noch was geschafft, obwohl wir jetzt gerade zu tollpatschig waren. So, perfekt. Und wir leben noch. Das ist ja mal ein Wunder. Und jetzt haben die sich hier richtig... Yo, komm her, komm her. Yo! Okay, gut. Jetzt schnell weg, schnell weg, schnell weg. Alter Schwede. Ich habe kaum Baustoffe und die sind jetzt gerade sowas von wütend. So. Okay. Jetzt hier auch noch die Stellung halten. Dann haben wir, da haben wir auch noch die Mitte. Und ihr hört es auch schon, ich bin immer noch nicht so ganz gesund, aber trotz allem, wir haben einen Chor abgebaut, das ist schon mal Hammer. Wenn wir jetzt noch den zweiten kriegen, boah, das wird so nice. Nämlich, wir haben noch alle unsere Cores. Da ist jetzt nur noch ein Typ mit einer Eisenrüstung. Aber ich glaube, weil wir gerade total weggestorben sind. So, okay, gut. Komm, baue ich mir jetzt mal. Yo, der ist sowas von gerade hinter mir. So, der ist tot. Ich hoffe mal, die regeln das dort. Ich gehe jetzt mal nicht dahin. Also hoffe ich mal. Ah, die haben es geregelt. Perfekt. So, dann geht's jetzt mal hier rüber. Okay. Gut. Kommen auch wieder welche. Also muss ich mal schauen, was ich mache. Nämlich, die haben sich jetzt hier gut aufgeteilt. Okay. Das wird etwas kompliziert. Kriegt ihr das hin? Yo. Okay, gut, der ist tot. Jetzt habe ich sogar noch einen besseren Weg hier hin. Ich glaube, ich werde gleich von hinten weggeschossen. Oder von hier oben weggeknallt, so. Ich bin hier trotzdem oben, also eine Chance habe ich. Jetzt brauche ich nur etwas Hilfe noch vom Team. Dann kann sogar alles gut gehen. So, okay. Noch weiter rein. Würde ich sagen. So, komm. Töten, töten, töten. Hier sind zwei Typen mit Eisenrüstung. Yo, der ist tot. Nein! Leute! Boah, jetzt nochmal schnell dahin. Das war aber richtig gut. Das war richtig gut. Ich hoffe, der Weg besteht noch. Dann hattest du noch ein einziger mit so wenig Herzen. Leute! Diesen Chor können wir bekommen. Den können wir sowas von bekommen. Okay. Wow, rüber.
Nur jetzt sind hier wieder die beiden, die ich sowas von vermisst habe. Mann. Ha, schade. Aber auf jeden Fall, wir haben eine Chance. Wir haben eine Chance. Doch die rüsten sich, glaube ich, wieder mit Eisenrüstung und dem ganzen Zeug aus. Also, das wird schon ein klein wenig Probleme geben. So. Die rennen jetzt da durch. Dann ist dort die Verteidigung wieder geschwächt, was wieder zum Gunsten von uns ist. Also können wir jetzt hier schnell rüber. Ja, die sind hier beim Chor, aber das ist jetzt erstmal egal. Ich bin jetzt nämlich bei denen. Sneaken. Ah, die rennen jetzt, glaube ich, gerade zu mir. Ich wusste es. Nein! Boah. Das wäre was. Mann. Ah, die haben abgelassen. Das war schon mal gut. Wenigstens haben die dann schon mal abgelassen. Dann haben wir schon mal ein klein wenig was dazu beigetragen. Weil jetzt stehen die wirklich unter Druck, denn nämlich die haben einen Chor weniger. Und ich falle immer noch durch die Löcher. Also super. Ich sag nur, der tollpatschige Held dazu. Was auch eigentlich ein guter Folgentitel sein kann. Nenn ich mal so. Der tollpatschige Held. Es verrät nicht zu viel. Wir haben ja einen Chor hier abgebaut. So, der ist tot. Perfekt. So. Dann müssen wir jetzt gleich noch zum Chor. Jetzt ist dann die Frage, wo die wiederum sitzen. Ich glaube, die sind wieder beim Chor oder auf dem Weg zu uns. Also, ich glaube, 50-50 ist es gerade. Nur hier ist jemand mit einer Eisenrüstung. Den töte ich jetzt hier gerade. So, der ist tot. Ach man, okay. Ich dachte, das wird was, aber nee. Okay, gut. Komm, ich hole mir jetzt mal wieder eine Eisenrüstung. Kann man ja mal wieder mal machen, seit einer längeren Zeit. Und da können wir es wieder mal versuchen. Nämlich, wir können jetzt gerade richtig gut Druck hierbei aufbauen. Wir haben ja einmal fast den Chor wieder durchgekriegt. Also, wir haben eine Chance, auch den zweiten wieder hier wegzumachen. So, den zweiten Chor abzubauen. Okay, so. 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 Und alles nochmal schnell anziehen. Perfekt. Und rüber da. Ne, das ist ja unser Weg zum Chor. So. Achso, da hat sich jemand oben verschanzt. Okay, gut, komm runter. Ich hoffe, der kriegt das hin. Jo, der ist tot. Perfekt. Und jetzt habe ich sogar noch Zeit, mir das Holz zu richten. Also das Holz nicht zu richten, sondern hier umzucraften, sodass ich mehr habe. Und dann, ja, der macht sich gerade auf den Weg, schön. So, der ist tot. Und der ist jetzt, glaube ich, gerade auf dem Weg. Jo, nein, nein, och nee. Da wird man so blöd zurückgebackt und hat keine Chance, dagegen was zu machen. Verdammt, ey. Verdammt. Ne, jetzt renne ich wieder so hin. Also das ist mir jetzt egal, weil ich möchte euch jetzt was bieten können. Ja, Leute, rennt mal zum Left-Core, sonst haben wir wieder ein kleines Problem. Ich inzwischen mache mich wieder auf den Weg zu deren Core. Um wieder Druck aufzubauen, denn nämlich eins von beiden wird jetzt geschehen. Also schneller geschehen. So, der ist tot. Er ist tot. Nein, ach nee. Aber ich war schon low. Also das war schon mal gut. Jetzt langsam werde ich wieder besser. Da merkt ihr es schon, was auch schon so eine Runde mal Chors anrichten kann, die schon relativ lange dauert. Also diese Folge wird mal heute hochgeladen. Vielleicht gilt es schon als morgen, je nachdem. Ich glaube, es gilt schon als morgen, denn nämlich die Runde dauert schon circa 15 Minuten. Oder schon etwas länger. Oh, Hilfe. Alter, was war denn das? Alter, was war denn das denn für ein Hieb von ihm?
Okay, das sah aber nicht gerade normal aus. Also muss ich jetzt erstmal auch nochmal schauen. So, jetzt hier rüber, darüber. Der hat einen Trank. So, der hat, jetzt hat er Tränke. Hier bekommen. Jo, der ist tot. Er ist auch tot, perfekt. Also, dann haben wir jetzt gute Karten. Doch, ich würde sie doch noch irgendwie rüberlaufen lassen. So, dann baue ich mich mal hier ein. Tu so, als ob ich hier nicht bin. Ich lasse die jetzt einfach mal rüberlaufen. Dann baue ich deren Chor ab. Jetzt hoffe ich nur, dass sie uns nicht bemerken, weil das wäre jetzt so eine Taktik von mir. Die sind dort. Okay, gut. Okay. Faker. Verstehe ich nicht. Also ein Faker bin ich jetzt nicht. Was meinen die jetzt damit? Oder abfacken meinen die? Ich weiß es jetzt nicht. Das machen wir jetzt mal so. Ich glaube, der meint abfacken, aber das ist so jetzt kein Abfacken. Das ist einfach nur taktisches Vorgehen. Nämlich wir begegnen uns einfach nur sehr oft. Naja, dort sind leider viel zu viele, aber wir haben hier gerade einen Equipten. Schon mal wirklich gut ist. Ich hoffe mal, unser Team ist dort schon vertreten. Gut, mach du mal. Hm. Jo, perfekt. Jetzt sind wir hier mit dem ganzen Team. Okay, gut. Ich baue ihn ab, weil ich bin der Schwächste hier. Also komm. Das kann ich schaffen, denn nämlich die können jetzt da rumtanken und jetzt können wir hier den Chor abbauen. Das wird super. Boah, dann haben wir beide Chors abgebaut. GG! Champion! Was muss man dafür machen? Yo, zerstöre alle gegnerischen Chors. Geil! Hammer! Wir haben das geschafft. Ja, okay, gut. Lassen wir den jetzt mal hier rumhaten. Die gönnen uns halt eben das nicht. Aber auf jeden Fall nice. Wir haben es geschafft. Okay, gut, dann habe ich jetzt hier mal eine geile Runde hingelegt. Mal schauen, wie lange die jetzt circa gedauert hat. 16 Minuten, gute Folgenzeit, sehr gute Folgenzeit. Ja, und dann sage ich jetzt mal, ich hoffe mal, euch hat diese Runde Chors gefallen. Mal wieder auch Chors, halt eben habe ich jetzt lange nicht mehr aufgenommen. Ich gehe mal zum Spawn. Ja, und dann sage ich jetzt mal, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und teilt euren Freunden mit. Und ihr könnt mich auch unterstützen, indem ihr mich abonniert. Und es wird morgen auf jeden Fall noch ein Video kommen, übermorgen auch. Bei den anderen Tagen schaue ich mal wieder, halt eben wegen dem Stress und so, weil ich auch vorproduzieren muss. Aber auf jeden Fall, 2 Tage habt ihr jetzt auf jeden Fall wieder Videos. Also, da werde ich jetzt nochmal alles schauen, denn ich habe relativ viel auch verpasst. Okay, gut, dann sei ich jetzt bei mit... Ei!